Hallo Leute, willkommen zur Entscheidung. Die Relegation steht für uns an. Wir knüpfen nahtlos an die letzte Folge an. Ist überhaupt nichts passiert. Ich bin auf 180 immer noch. Wir haben Puls ohne Ende. Letzte Folge extra noch Relegation gesichert. Ich bin sehr gespannt. Es geht halt gegen Stuttgart. Es darf sich keiner mehr verletzen. Am Donnerstag geht's los. Sonntag haben wir die Entscheidung. Erst auswärts, dann zu Hause. Ich hasse Relegation. Ich meine, irgendwie muss man ja denken, so als HSV-Fan mag ich Relegation. Nee, nee, es ist halt so ekelhaft. Auch wenn wir uns halt zweimal dadurch gerettet haben. Vielleicht ja ein drittes Mal dieses Jahr. Ich hasse es. Ganz, ganz ekelhaft. Also, ich mag Relegation überhaupt nicht. Dann nimmt man halt auch dem Zweitliga-Verein halt das, was ihm, was dem Verein halt ausgezeichnet hat in der Saison. Nur wegen halt zwei Spielen. Ich hasse generell Playoff-Spiele, sowas Dummes. Macht man halt die ganze Arbeit der Saison kaputt. Ich meine, nee, gibt eigentlich keinen positiven Grund für sowas, finde ich. Für so eine letzte Chance, weil wenn ich halt 34 Spieltage scheiße spiele, dann habe ich es verdient abzusteigen. Und das hat der HSV auch in der Vergangenheit, also da möchte ich gar nichts gegen sagen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, HSV muss drinbleiben, weil HSV oder so. Da hat auch Tradition nichts zu suchen. Wenn der Verein halt scheiße spielt, muss er absteigen. Wenn er halt unter den letzten drei war und ist oder ist. Und wenn der Verein halt gut spielt, 34 Spieltage lang und halt auf Platz 3 ist, dann hat er auch verdient aufzusteigen. Das finde ich ein bisschen Schwachsinn, aber wir versuchen den Weg jetzt zu nehmen über die Relegation. Und in echt habe ich auch nichts dagegen, wenn der HSV drin bleibt. Aber es wird sehr, sehr schwer. Oh, eieiei. Das war so nervenaufreibend in der letzten Folge. Da können wir schon schier entspannt reingehen in diese Relegationsspiele. Natürlich nicht. Es wäre ja schön, ne, wenn dann irgendwie so ein Verein kommt und sagt, ja, hier Ginczek, ne, den möchte er nicht feiern. So eine Nation kommt, der Ginczek, ne, hier, ne, fahren wir jetzt mal zu, keine Ahnung, 2019, sagen wir mal, es ist Olympia vorgeschoben worden und Ginczek ist da nominiert worden. Ist natürlich sehr realistisch. Aber immerhin ist keine U19, EM, WM, das heißt auch unsere U19-Spieler sind verfügbar, glaube ich. Also sie spielen 4-4-2, sind anfällig gegen 4-4-1-1, haben jetzt ihr Spiel zuletzt gegen Leipzig verloren. Was jetzt wenig verwunderlich ist eigentlich. Trainer ist Jens Keller. Ach, in der Relegation zu scheitern ist scheiße, also machen wir das am besten nicht. Lass ich sich mal schauen, ob irgendjemand nicht verfügbar ist. Teambesprechung, nein, auch hier wieder nicht. Finn Bartels ist nur nicht verfügbar. Der hat aber viele Spiele gemacht. Oh, ja, schöne Karriere. Schön. Immer schon abgestiegen. Wie sieht's eigentlich bei Jonathan Schmid aus? Der ist ja auch irgendwie mal abgestiegen. Jonathan Schmid. Okay, ist vielleicht doch nicht. Felix Klaus war das, ne? Der mal abgestiegen ist. Felix Klaus. Ah, zweimal, okay. Ach, muss auch scheiße sein, ne? Wie scheiße du dich dann fühlen musst, wenn du halt irgendwie mit drei oder vier verschiedenen Vereinen abgestiegen bist. Oh, das muss so ekelhaft sein. Oder dir ist es einfach egal und du denkst dir, ach, Geld passt. Hm. Gibt's natürlich auch so Experten. Relegation, ey. Siehst du, wir haben gar nicht geschaut, wer Relegation spielt in der dritten Liga. Ist mir momentan eigentlich auch ehrlich gesagt komplett wurscht, aber ich zeig's euch ruhig. Düsseldorf gegen Frankfurt. Und in der dritten Liga ist Magdeburg Erster geworden, die abgestiegen sind. Schalke Zweiter, die dürfen natürlich nicht hoch. Und Regensburg steigt mit auf. Frankfurt war auf Platz 4. Knapp vor Paderborn. Erste Liga sah halt so aus. Auch keine großen Überraschungen, glaube ich. Leverkusen halt sehr stark, aber die sind immer relativ stark im FM. Aber Embolo wurde noch überholt in den letzten Spieltagen, weil der war ja auf Platz 1 der Torjägerliste.
Stuggi. Also jetzt so ein 5-0-Sieg, ne, und alles wäre schön. Stuttgart hat natürlich enorme Qualitäten. 4-4-2 wird auch schwer. Also ich gehe es wie das Sandhausen-Spiel an. Von der Taktik her. Wenn sie 4-4-2 spielen. Aber ich glaube, das 4-3-3, das Enge wäre auch ein bisschen zu riskant jetzt. Also wir werden höchstwahrscheinlich schon beide Spiele im gleichen System spielen. Ich möchte aufsteigen. Ich möchte unbedingt aufsteigen. So. 4-4-2. Finn Bartels nicht verfügbar. De Blasis, meiste Torvorlagen in diesem Team. 2 Tore, 7 Vorlagen. 35 Einsätze? Wieso hat er 35 Einsätze? Ah, mit DFB-Pokal. Und vorne halt Dimitri Oberlin und Seitz. Also kein Ginczek. Okay. Naja, gut. Wenn übrigens in dieser Folge allein ich die Relegationsspiele haben, weil mehr kriege ich nicht hin. Was machen wir? Also Kübler natürlich wieder rein für Steinfeld und Steinfeld kommt auf die Bank für Heymans. Ja, was soll ich machen? Ist doch in Ordnung eigentlich. Wenn die ihre Leistung abrufen, dann kriegen wir es hin. Das wird extrem schwer. Brauchen halt wirklich das beste Spiel aller Zeiten. So, also wir haben ja gesehen, Kim Yinsu und De Blasis mit den meisten Torvorlagen. Maxim ist bestimmt auch noch ein sehr gefährlicher. Der Özcan spielt nicht, auch der Ginczek spielt nicht, wie wir es gerade gesehen haben. So, schauen wir uns mal an. Also Max Seitz spielt. Und 14 Spiele, 3 Tore gemacht in der Bundesliga. Und Dimitri Oberlin hat 26 Spiele gemacht, 3 Tore. Also eigentlich nicht die besten Stürmer, aber wir passen natürlich extrem auf. Maxim, 2 Tore, 2 Vorlagen, 20 Spiele. Anto Grigic, 17 Spiele, 1 Tor. Und Sapai, wo sind die ganzen Spiele für Stuggi eigentlich hin? Was ist mit Leuten, die viele Spiele gemacht haben mit denen? Baumgartel spielt jetzt zum Beispiel gar nicht. Gentner spielt nicht. Langerak habe ich gerade nicht gesehen, ob er spielt. Tilo Kehrer spielt nicht. Ristel war bank. Finn Bartels verletzt. Jani Regesil spielt auf jeden Fall. Langerak ist auch noch auf der Bank. Jens Kral spielt. Okay. Baumgartel spielt doch. Sorry, habe ich falsch gesehen. Kaminski, aber es ist viel dabei, was nicht oft gespielt hat. Okay, Seitz ist glaube ich, kompletter Stürmer, wie wir gerade gesehen haben. Deshalb nehmen wir den mal ins Pressing. Jungs, ne? Pusht euch bis ins Unendliche. Ich weiß noch nicht, was ich machen sollte. Ich hatte kurz die Idee, vielleicht auf ein 4-4-1-1 zu gehen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir das so lassen alles und vielleicht auf Kontern gehen, weil ja Auswärtsspiel ist, dann könnte es vielleicht gleich mal gut laufen. Wichtig ist halt, dass wir bloß keinen schlechten Start erwischen. Ich glaube, das kriegen wir am besten mit Kontern hin. Die Sache ist halt wirklich die, vielleicht wenn wir jetzt hier Tommy und Weihrauch eins nach hinten ziehen, vielleicht kann er dann auch was gehen, aber es ist mir, glaube ich, ein bisschen zu riskant, in so einem wichtigen Spiel sowas zu probieren. Ich meine, es könnte komplett gut gehen, dann bin ich der Held, aber wenn es schief geht, dann bin ich halt der Idiot. Und ich möchte nicht der Idiot sein. Ich wäre gerne der Held, ja, aber der Idiot bin ich nicht. Mal schauen. Hauptsache kein schlechter Start. Sieht schon mal in Ordnung aus. Also, ersten 20 Minuten kein Gegentor, ist sehr wichtig.
Kübler leider frühe gelbe Karte. Stuttgart hatte den ersten Schuss. Aber der war anscheinend nicht gefährlich. Rikic auch mit der gelben Karte, damit hat Stuttgart schon zwei. Erste Halbzeit endet chancen- und torlos. Ich hoffe, das klappt hier. Ja, Hauptsache nichts Falsches sagen. Kaminski ist scheiße im Passen. Dann machen wir mal Folgendes und gehen bei ihm aufs Pressing, damit Platier und Streungel ihn ein bisschen besser unter Druck setzen und eventuellen Fehler forcieren. Chancen hatte der Sturm von Stuttgart nur eine insgesamt, Streungel hat aber auch null. Vielleicht sollten wir bei Anton Grigic auch was machen. Dass der vielleicht ein bisschen. Ja, aggro wird. Und vielleicht gelb-rot kriegt. Wir kommen viel durch die Zentrale. Stuttgart kommt, wenn dann, über rechts. Das heißt, David Zwick und Tommy müssen halt göttlich heute sein. Ballbesitz, Durchschnittsposition wäre jetzt erstmal interessant. Bei Stuttgart nur, bitte. Ja, so, es ist. Warum ist es. Hat Stuttgart schon gewechselt oder warum sind hier? Warum spielen die 4-4-3? Das habe ich gar nicht mitbekommen, siehst du? Sieh mal einer an. In der 45, dann kannst du ihn noch gar nicht raufstellen, also bitte FM. Ach, die, was? Sorry, das habe ich jetzt erst gesehen, dass die komplett umgestellt haben auf 4-3-1, okay. Seitz ist jetzt der alleinige Stürmer. Özcan muss natürlich auch aufpassen. Ja, dann ist das ja eigentlich schon wieder hinfällig, was ich jetzt mir gerade angeschaut habe. Nur mit Kaminski, das lassen wir auf jeden Fall. Ich bleibe auch dabei, dass ich die beiden Außen gerne eher ins Pressing hätte und Özcan nicht, obwohl er halt den höchsten Marktwert hat. Kam vom KSC. Die U19 EM gewonnen mit Deutschland. Ja, schauen wir erstmal. Ich würde sagen, wir warten, wie sich das entwickelt. Wenn Stuttgart jetzt 4-3-1 spielt, vielleicht kommt uns das ein bisschen entgegen, wenn sie halt unser System auch spielen, dass wir das bessere 4-3-1 haben, wer weiß. Tommy muss sich auf jeden Fall steigern. Die nächste Auswechslung jetzt, 51. Minute. Ristel kommt rein für Hans Sapai. Neben Grigic. Erstmal nur schwacher Fuß. Da ist Özcan und Ristel gerade erst reingekommen. Beide. Seitz, oben wäre Platz. Jungs, Abohanna rückt zu weit raus. Regisel, oh Jungs, bitte, bitte block das ab, bitte block das ab. Nein! Oh Mann! Wieso 13. Saisontor? Wir haben gesehen, dass er nicht so viele Tore hat. Meine Fresse, war das schlecht. Nein, ey, Seitz halt. Fuck. Wir bringen endlich rein für Tommy, der heute leider sehr schlecht spielt. Hat sich leider exakt das falsche Spiel dafür ausgesucht. Über einen Außenverteidiger. Ah, nicht so viel Pressing. Dann nehme ich das Pressing bei Seitz weg. Scheiße. Wir haben leider auch noch nicht einen Schuss aufs Tor gehabt. Wir müssen auf Kontrolle gehen, weil sonst gehen wir dieses Spiel ab. Wir brauchen auch das Auswärtstor jetzt. Ich hasse Relegation. Ja, ist klar. Steven Zuber kommt rein
für de Blasis, der heute nix sein konnte, dafür leider Max Seitz. Zu war ja eigentlich das Gleiche. Strongel kriegt leider absolut gar keinen Ball. Gelbe Karte für Ristel. Bitte ein Tor halt. Weil wir sind so harmlos momentan. Auch gelb für Weihrauch. Dann kommt McKinnon rein für Berger und tauscht mit Seguin die Position. Und für die letzten Minuten muss ich dann halt die hohen Bälle nach vorne reinschlagen. Aber bitte nicht, 2-0 würde uns umbringen. Schön, komm, Seguin, bitte, bitte, bitte. Leider sehr früh der Pass. Oben wäre Platz, unten wäre auch Platz. Endlich ja. Mitte, ja, gut, David Zwick geht auch. Muss jetzt aber halt auch mal nach vorne kommen, der Ball. Stuttgart steht halt leider schon wieder komplett hinten. Platt hier, Strohengel! Yes! Yes, Mann! Yes! Geht doch! Mann! Aber viel, viel Glück dabei, muss man sagen. Platt hier auf Strohengel. Boah! Da hat man richtig viel Glück. Glatte und dann Kral, der den Ball reinmacht. Stopp, stopp, stopp. Ich muss ganz dringend wieder das Haut den Ball wegnehmen. Geduldig spielen, so, so, so. 1-1, nicht optimal, sehr schlecht. Wenn wir das machen, bitte, bitte, endlich, ja, bitte, bitte, bitte. Ach, geh da ran, das ist. Geh da ran, Mann! Ganz ehrlich, ey. Immerhin war der Ball scheiße von Seitz, aber hätte halt jetzt ein guter Pass das Spiel für Stuttgart eröffnet, ne? Oh, die Stuttgart ist schlecht gewesen. Seguin, McKinnon. Platt hier. Ja, komm, komm, komm. Da ist endlich, ja. Los, den Ball nicht verlieren, dass wir. Nein, 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 nein. Das ist so schlecht, das ist so schlecht. Özcan ist so schnell. In der Mitte ist so viel. Oh nein. Mann, war das unfassbar dumm von Özcan. Holy shit, hätte ich mich jetzt aufgeregt, wenn ich Trainer von Stuggi gewesen wäre. Melvin Kohl kommt als Stürmer. 2 Minuten, obendrauf 1-1. Jungs, hallo, hallo? Mein Herz. Holy shit. 30 Sekunden noch. Auswärtstor, aber was heißt das schon? Oh, Melvin Kohl. Ah, scheiß Ballername leider. Weihrauch. McKinnon. Schwer, schwer, schwer. 7 Sekunden noch. Endlich ja. Platt hier. Kohl. Ach, oh, um. Spiel um. Platt hier. Fuck. Fuck. Schade. Schade. Fuck. Alter. 1-1. 1-1 endet das Relegationshinspiel. Was soll ich da sagen? Zum einen, wir haben das Gegentor schlecht verteidigt, aber sonst haben wir eigentlich nichts zugelassen. Wir haben Tor gemacht, aber auf Offensiv war es scheiße. Was kann man da sagen? Vitanen, komm, sag du mal was, bitte. Danke. Mit zufrieden? Oh, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, aber vielleicht kann ich sie trotzdem genug pushen. Ich meine, wir haben ein Auswärtstor, ne? Ist ja auch schon mal was. Und wir spielen dann zu Hause. Aber dann braucht auch Stuttgart nur 2 Tore machen und dann sind wir halt tot.
Wie sieht's eigentlich aus? Heimtabelle hier, ne? Zweite Bundesliga, wie sah die aus? Da waren wir auf Platz 5. Auswärts war noch deutlich besser, ja. Haben wir schon fast vorgestellt. Ah, der Seitz, ne? Warum ist der so gut? Scheiße, ey. Fuck, das hätte besser laufen können. Das hätte viel besser laufen können. Ich hoffe, die 2 Tage reichen zur Regeneration, aber ganz ehrlich, die müssen sich einfach jetzt alle so extrem pushen für das letzte Spiel. Da kannst du auch mal über deine Grenzen gehen. Ja, es war halt. Also für uns war es gut, dass Stuttgart, glaube ich, die Formation umgestellt hat. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ist schwer. Hat Stuttgart auf jeden Fall gut gemacht, glaube ich, dass sie die Formation umgestellt haben, weil dadurch kam Verwirrung bei mir rein. Und auch bei den Spielern natürlich. Jetzt wird sich halt zeigen, ob sie jetzt wieder im 4-4-2 starten und dann auf 4-2-3-1. Huch, sorry, das war vielleicht ein bisschen laut. Oder halt gleich um 4-2-3-1 starten. Ich muss mal kurz die Zeit aufschreiben, nicht, dass es wirklich so. Nee, ich sah nicht laut aus, okay, nichts gesagt. Ja, es ist jetzt gerade komplett wurscht. Also dafür habe ich jetzt gar keinen Nerv gerade. Wir spielen zu Hause. Irgendwie. Irgendwie Push. Irgendwie Push. Also unser Scout sagt, 4-4-2 wird es wieder werden. Dieses Mal Ginchek vorne, vermutet er. Irgendwas machen, wie ich Stuttgart besiegen kann. Weil jetzt müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Uns reicht kein Unentschieden. Uns reicht kein Unentschieden. Wir müssen unbedingt gewinnen. Nichts anderes als ein Sieg ist jetzt das, was wir brauchen. Wobei wir natürlich, wir haben ja das Auswärtstor, also 0-0 würde uns reichen, aber Stuttgart macht bestimmt ein Tor. Der DFB-Pokal steht doch noch an. Dortmund gegen Leverkusen ist uns halt auch so unfassbar egal. Leverkusen gewinnt aber. Jennecke hat seinen Vertrag bei Würzburg verlängert. Okay, jetzt sind wir ganz ruhig und versuchen alles im Kopf zu haben, was möglich ist, damit wir hier gewinnen können. Stuttgart, wie können wir euch besiegen? Spielvorschau sagt, wie gesagt, wieder 4-4-2, Finn Bartels fällt wieder aus. Vorne aber dieses Mal wirklich Ginchek, die Blase ist dieses Mal auf links. Ginchek halt, Strangers, der halt ausgesetzt hat im ersten Spiel. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses 4-3-3 nehmen würde und würde das 4-2-3-1 reinklatschen und würde halt die beiden nach hinten ziehen. Das wären dann für mich Flügelspieler auf Support. Wäre das vielleicht ganz gut, so zum Anfang, dass wir das erstmal nehmen. Platje würde dann gerne ein bisschen offensiver sein. Dass wir dann halt vielleicht, wenn Stuttgart auch auf 4-2-3-1 wechselt, ebenfalls auf 4-2-3-1 wechseln. Das ist extrem riskant, ne? Wenn ich jetzt hier wirklich die Taktik umstelle, Formation passabel. Das kann ich eigentlich nicht machen.
Aber es würde auch die Möglichkeit geben, vielleicht genau das dann richtig zu machen. Dass Stuttgart dann auch nicht erwartet, dass ich die Formation umstelle. Die denken, was macht der Typ denn? Ah, dann wissen sie nicht, was denen blüht. Vielleicht. Aber es soll hier schon groß schief gehen, oder? Wir stellen eigentlich nur die Flügelspieler um. Der Rest hat genauso zusammengespielt. Die wissen, was man machen muss. Und so haben wir zwei zusätzliche Verteidiger. Können vielleicht auf Kontern stehen. Und vielleicht die Flanken vorne reinschlagen. Wenn wir dann über die Flügel kommen und kraftvolle Flanken schlagen. Ja, weite Flanken vielleicht. Da disziplinierter. Oh, ich weiß nicht. Ich bin halt wirklich der komplette Idiot, wenn das jetzt schief geht, ne? Kompletter Stürmer möchte ich übrigens auch nicht haben. So einen Zielspieler unterstützen. Wobei Stoßstürmer ist schon besser. Das kann er, das weiß er, was er da machen muss. Ich habe ein gutes Bauchgefühl, aber ich, ja komm, scheiß drauf. Wir bleiben auch in dieser Spielaufstellung, auch wenn Berger nur 80% Kondition hat. Aber ich glaube, so können wir halt schon ein bisschen was zeigen. Weil so gleichen wir halt diese zwei Viererketten von Stuttgart aus. Bitte sei gut, ey. Ich bin so der Riesenidiot dann, wenn das schief geht. Florian Klein ist rechts im Mittelfeld dieses Mal, de Blasis und Ginczek auf einer Seite. Wird krass schwer. Auch Seitz müssen wir halt wieder aufpassen, aber da nehme ich das Pressing raus, weil Manndeckung hoch reicht dann schon bei Ginczek. Scheiße. Gentner. Grigic ist auch nicht dabei. Ristl dafür wieder. Also die haben wirklich ganz schön rotiert im ersten Spiel. Terodde haben sie auch noch. Bitte, Jungs, das ist halt die Chance für uns. So, wir gehen auf Konter natürlich. Oh, ich hoffe, ich bin nicht der Idiot, ey. Ich hoffe, ich bin nicht der Idiot. Relegationsrückspiel. 1-1 gab es im Hinspiel. Jetzt zu Hause hier in Rostock. Wir könnten es schaffen. 0-0 würde uns reichen, aber eigentlich wird Stuttgart ein Tor machen. Wir brauchen den Sieg. Und vor allem keinen schlechten Start, bitte. Sieht doch gut aus vom Start her erstmal. Von mir aus müssen wir auch nicht eine Szene sehen. Wir beenden dieses Spiel 0-0. Alles ist schön, wir steigen auf. Immer ein Auge rechts unten auf die Formation von Stuttgart. Berge momentan 62%, Kondition, Platy 64%, aber die müssen durchhalten. Ristl mit der ersten gelben Karte im Spiel, 40 Minuten jetzt um. Aber Stuttgart hat kaum Ballbesitz, schlechte Passgenauigkeit. Bisher geht unser Plan auf. Kübler, gelbe Karte. Nicht schön. Aber jetzt hat Stuttgart den Ball. Das wäre eine Scheißzeit, aber Abu Hanna, schön. So, jetzt aber, komm. Bloß keinen Aufbaufehler. Ja, Strengel. Aber wohin, ne? Ist alleine. Ist komplett alleine. Bloß den Ball nicht verlieren. Bitte nicht. Bitte nicht. Gut, aber jetzt auch den Ball abspielen. Bitte nicht zu nah am Gegner sein. Spiel den Ball ab. Gut. Komm, 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 komm. Platt hier, komm, komm. Strohengel, eieiei, ist das eng. Komm, schick, Strohengel. Oh, Schiri, Schiri, pfui, 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 pfui. Das ist rot. Hoffe ich. Gib rot, gib rot. Gib rot, gib rot, gib rot. Yes! Okay. Das ist eine interessante Wendung in diesem Spiel. Aber ich möchte daran erinnern, Magdeburg, rote Karte und dann zwei Tore von Magdeburg. Abu Hanna, Freistoß, okay, warum er? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bring ihn einfach gut rein. Nesela legt ab auf Tommy. Abu Hanna, oh, schade. Ich dachte schon, der zirkelt ihn jetzt links um rein. Seguin.
Oh, Schiri, das ist auch rot. Okay, das wird er nicht rot. Da wird er nicht rot geben. Rote Karte für Stuttgart. Jetzt 4-3-2 spielen. Ah, schlechter Freistoß. Komm, klatsch die Scheiße auf die. Also, die werden jetzt gleich wieder auf dieses 4-3-2 gehen, da bin ich mir sehr sicher. Pavard kam rein als Innenverteidiger. Okay, ich dachte eigentlich, er wäre Rechtsverteidiger, aber anscheinend nicht. Scheiße. Das wird jetzt richtig schwer. Also, wenn Stuttgart jetzt wirklich 4-3-2 spielt, das heißt ja eigentlich, dass sie nicht so viel über die Außen kommen können, wenn dann nur über die Außenverteidiger. Bisher läuft das ganz gut eigentlich in diesem 4-4-1-1, was wir haben. Aber wie lange hält das noch an? Wie lange hält das noch an? Wie lange hält das noch an? Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Tommy spielt schlecht. Strünger hat keine Chance gehabt. Ja, dann möchte ich Tommy noch mal was sagen. Ah, nervös, shit. Was machen wir mit Stuttgart? Also eigentlich wäre es ja logisch, wenn sie jetzt eher über die Flügel kommen. Aber was ist mit der Blasis, mit den meisten Torvorlagen? Da müssen wir weiterhin aufpassen. Ginchek müssen wir aufpassen. Übrigens auch der Keeper wurde ausgewechselt. Da ist jetzt wieder Langerak drin und nicht Jens Kral. Es ist die Riesenchance für uns. Aber das Problem ist, es wird halt trotzdem sau schwer werden, weil wir nicht wissen, was wir hier am besten machen sollten. Gegen ein 4-3-2. Die Logik würde halt sagen, ja, 4-2-3-1, damit wir immer über die Flügel kommen können. Aber ich möchte kurz abwarten. Aber eigentlich ist schon viel Platz auf den Flügeln. Wenn man sich das jetzt hier gerade so mal anschaut, schon wieder ein Foul von Kim Jin-Soo. Weil wir jetzt auch nicht wenig über die Außen kommen in diesem 4-4-1-1. Ist ja nichts anderes eigentlich. Oh, Strohengel, schade. Geht da bitte mal ran, Johungs, ran da. Da ist Ginchek. Ginchek. Kübler muss auch aufpassen, hat ja auch schon gelb. Gentner. Da muss jetzt langsam mal ran. Ja, Tommy, gut verteidigt. Gelbe Karte für Kim Jin-Soo, endlich mal. Platt hier ist auch schon echt durch. Terodde kommt rein für Seitz. Sitzt auf der linken Seite neben Ginchek. Das sieht hier nur so strange aus. Die werden halt schon wirklich 4-3-2 spielen, so wie wir es gerade rechts unten gesehen haben. Sorry. Ja, nehmen wir am besten das gleiche wie bei Seitz. Wobei Terodde natürlich deutlich gefährlicher ist. Stuttgart. Fuck. Ich kriege mir zu viele Entlastungsangriffe. Vor allem, ich möchte eigentlich gerne ein Tor von uns sehen. Ah, die haben da viel zu viel Platz. Jungs, geht da ran, geht da ran. Terodde. Nein, nein, nein! Warum? So ein Sonntagsschuss, scheiße. Fuck, egal, komm, wir haben ja noch genug Zeit. Eigentlich nicht. McKinnon rein, Seguin auf die 6, Sivodedov auf die 10. Frischer Wind. Scheiße, fuck. So ein Sonntagsschuss, obwohl die halt eine rote Karte haben. Ich wusste es, ey. Ja, da steht er viel zu blank. Man hat dann alle Zeit der Welt und leider reagiert Rakowski auch sehr schlecht. Scheiße.
Jetzt kann es natürlich auch erstmal nur in die Verlängerung gehen, wenn wir überhaupt einen Tor hinkriegen sollten. Stuttgart spielt jetzt gerade ein 4-1-3-1. 20 Minuten noch. Stuttgart wird sich jetzt natürlich bemühen, einfach den Ball zu halten. Wir müssen da einfach. An so einen Ball, da müssen wir rankommen. Ach, und er kommt da durch, Mann! Shit. Scheiß Terodde, ey. Man merkt halt auch leider wirklich gar nicht, dass sie eine rote Karte haben. Aufpassen jetzt, bevor der Ball kommt nach vorne. De Blasis. Ach, Jungs. Verarscht mich doch bitte nicht mit so einer Scheiße, die sie. Oh Gott, De Blasis. Oh, zurück. Die verteidigen nennt, wollte ich sagen. 20 Minuten nur noch. Scheiße. Erik Tommy, gelb. Leider auch heute ein schlechtes Spiel wieder von ihm. Und jetzt müssen wir alles nach vorne werfen. Jetzt geht's nicht mehr anders. Seguin geht raus. Doppelsturm. Zwick geht eins nach vorne. Kübler geht eins nach vorne. McKinnon hier. Platte, Zielspieler unterstützen. Disziplinierter spielen, ein bisschen weiter nach vorne. Direkteres Passspiel, geduldig spielen nehmen wir raus. Ich hoffe, ihr hört auf mit diesen unfassbar dummen Distanzschüssen. Ja, alles nach vorne. Es geht nicht anders. Wir müssen hier ein Tor machen. Ansonsten ist nichts. Bitte, Jungs, bitte, ey, die haben eine rote Karte und. Die Zeit läuft uns davon. Das war's. Ich weiß es nicht. Ein Sonntagsschuss. Ein Sonntagsschuss. Und Stuttgart ist weiter in Erstligist. Ich weiß nicht, war es wirklich zu defensiv? Aber warum? Wir haben eigentlich gut gespielt. Wir haben nichts zugelassen. Dann kommt halt Terodde rein und macht einen Sonntagsschuss. Das kannst du halt nicht taktisch verhindern. Der. Wir hätten vielleicht offensiver spielen können, aber. War es wirklich die falsche Ausrichtung? Hätte ich offensiver spielen sollen, aber was wäre da mit der Defensive gewesen? Hätte Stuttgart vielleicht mehr Entlastungsangriffe gehabt? Nee, Jungs, es geht nicht. Es war immer scheiße. Ihr hättet als Erstligisten hier halt wirklich vom Platz gehen können. Wir haben diese rote Karte nicht ausnutzen können. Stuttgart war so stabil trotzdem hinten. Wir haben wahrscheinlich trotzdem die meisten Gegentore in der Bundesliga kassiert. Ich will doch nur die Scheiße sehen, Mann. 55 Gegentore haben sie kassiert. Das sind nicht die meisten. Ach, Mann, ey. Ich hasse Relegation. Dieser unfassbar dumme Scheiß-Sonntagsschuss von Simon Terodde. Ich werde dich für immer hassen.
Das ist sehr enttäuschend. Das ist extrem enttäuschend. Das ist hart. Das ist echt hart. Ich hasse Relegation. Hätten wir nur einmal, ja. Hätten wir vielleicht doch offensiver sein sollen, hätten wir vielleicht versuchen sollen, auf das Tor zu gehen. Aber eigentlich haben wir standen doch eigentlich gut. Wir haben versucht, die Konter dann zu fahren, hat leider nicht funktioniert. Und dann, ja, eigentlich hatte doch Stuttgart eh keinen interessanten Angriff. Die hatten doch wirklich nur diesen Schuss von Terodde. Und das war's dann. Ist unfassbar bitter. Richtig hart, so nicht aufzusteigen. So zurückgefightet. Aber es sollte leider nicht sein. Sollte leider echt nicht sein. Ach, ich hasse rote Karten. Ach, Mann, ist das bitter. Ist das scheiße bitter. Ich meine, wir waren jetzt nicht so gut in diesen zwei Spielen gegen Stuttgart, aber ich finde nicht wirklich, dass wir verdient haben, nicht aufzusteigen. Ach, das ist krass. Naja, muss man leider, leider mitleben. So, wir wären, ja, 4 Wochen leider nur Vorbereitung, ganz schön wenig. Ja, Bremen war halt leider echt sehr schlecht. Wir hätten halt nur ein Unentschieden weniger gebraucht. Oder dieses dumme Gegentor halt von wem auch immer, ich habe den Namen schon wieder vergessen, von Freiburg jetzt am letzten Spieltag, hätten wir halt nicht kassieren dürfen. Ach, Broich war das Tor vor gegen Schilks, ja klar. Der Distanzschuss, das. Ah. Es ist so unfassbar bitter. Die Jungs sind neu in der besten Elf aller Zeiten. Mit noch der alten 4-2-3-1-Formation. Schuhen ist auch noch drin. Sind die sehr enttäuscht? Sollten sie eigentlich. Ich würde eher, ja, natürlich, direkt aufsteigen, ist mein Ziel. Ja, ihr seid alles scheiße. Unglaublich. Ja, lächerlich, ey. Wir haben gar keine Budgetmeldung bekommen, oder? Oder habe ich die? Ah, danke. 3,61 Millionen. Ja, lässt sich mitarbeiten. Lässt sich mitarbeiten. Na gut, ich werde dann mal scouten ordentlich und schauen, ob wir interessante Spieler finden können, damit wir halt in der nächsten Saison direkt aufsteigen können. Relegation möchte ich nicht nochmal. Ach, Rennen. Na gut. Hilft ja jetzt alles nichts, das ganze Schmollen nicht, das ganze Traurigsein nichts. Ab nächster Folge wird es dann richtig abgehen. Da müssen wir pushen, müssen richtig gute Spieler holen, müssen richtig geile Systeme haben, müssen halt geil sein. Und müssen dann direkt aufsteigen. Platz 1, Platz 2 wird unser Ziel sein. Nichts anderes, das geht nicht. Wenn man sich immer wieder verbessern möchte, dann muss man in der nächsten Saison aufsteigen. Es wird schwer, weil viele Vereine unsere Spieler haben möchten. Die werden richtig Bock haben. Unsere Hauptkonkurrenten oder ja doch eigentlich schon, werden dann halt die beiden Berliner Clubs werden. Schauen wir mal, wie die sich die so verstärken.
Der Typ da oben soll bitte aufhören zu bohren und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Tschö.